Ich habe diese Mini-Geschenktasche als kleines Dankeschön für die Hochzeitsgäste gemacht. Nun fehlt nur noch ein Etikett, das zum Rest meiner Hochzeitsprodukte passt. In einem neuen Design ändere ich meine Rollenbreite auf 25 mm und dann mein Etikett auf 80 mm Länge. Jetzt beginne ich mit meinem Design, gebe meine Nachricht ein, ändere die Schriftart und passe die Größe an. Ich muss links etwas Platz für ein Loch lassen, um später daran ein Band befestigen zu können. Ich wähle Artwork und dann Flowers 3, um einige Bilder zu erhalten, die zu den anderen Hochzeitsgegenständen passen, die ich entworfen habe. Ich werde einfach diese Bilder kopieren, die Größe ändern und sie neu positionieren. Ziehen Sie die Trägerfolie ab und kleben Sie das Etikett auf eine etwas größere Karte. Stanzen Sie ein Loch und befestigen Sie die Karte mit einem Band an der Tasche. Der Brother Farbetikettendrucker ist für festliche Anlässe wie gemacht. Ich kann alle verschiedenen Elemente für eine perfekt abgestimmte Hochzeit entwerfen und zusammenfügen. Von der Einladung über die Platzgestaltung bis hin zu Tischplänen, kleinen Geschenken und vielem mehr. Und ich kann so viel drucken, wie ich möchte.